Ich sitze hier mit der lieben Mila. Die liebe Mila hat leider eine traurige Vergangenheit, aber die werden wir dann eh vergessen. Ich möchte es euch trotzdem erzählen. Man hat ihr versucht, den Kopf abzusägen, also beziehungsweise ja, abzutrennen mit einem Messer. Sie hat überall am Körper Schnittspuren, die jetzt zum Glück schon verheilt sind. Sie ist die ersten 5 Minuten ist sie eine aufgeweckte, lustige Hündin und spielt wie wild und dann beruhigt sie sich ganz schnell. Sie versteht sich super mit Menschen, Katzen leider gar nicht. Das wissen wir mit Sicherheit, auch mit vielen Hunden. Und sie lebt hier bei der Sandra und hat Gott sei Dank viele Verletzungen heilen können. Und wir hoffen auf einen hundeerfahrenen, aktiven Hundebesitzer, der sich auch mit der Rasse auskennt. Ja, die 3-jährige Mila, kastriert, geimpft, gechippt, wäre fertig zur Abreise. Bitte Hundekenner, meldet euch. Frohe Weihnachten wieder mal.